Boah, Leute, ich bin heute so verpeilt. Es ist unglaublich. Es ist jetzt 2 Uhr und ich habe heute noch nicht gevloggt, noch gar nicht. Das tut mir leid. Deswegen hallo, herzlich willkommen zum... Heute ist der 100. Vlog. Kacke! Herzlich willkommen zum 100. Vlog! Ich muss heute noch etwas Besonderes machen. Scheiße, kacke! Hulli Fulli! Scheiße. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin jetzt gerade etwas aufgeregt, weil der 100. Vlog sollte irgendwas Besonderes sein. Das heißt, ich werde nachher noch mal ein bisschen was filmen müssen. Und, ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was heute passiert. Scheiße. Einfach mal fett vergessen. Wir sehen uns dann gleich mit irgendwas Tollem. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen will. Ich bin jetzt gerade relativ spontan mit Annika. Hallo. Mit Annika an den See gefahren und wir haben ein leckeres Eis gefuttert. Und ich muss jetzt wieder zurück und muss weiter an einem Projekt arbeiten und kann nicht weiter das schöne Wetter mit Annika genießen. Leider. Ja, das ist gerade kacke. Aber es ist doch toll. Ihr kennt jetzt Annika. Oh! Für alle, die sind passiert. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe mich geoutet. Ja, das ist vor allen Dingen, ich bin gerade richtig begeistert, weil ich sage gerade zu Annika, ich darf nicht Schrapneller sagen. zu Annika, ich so, hey, heute ist mein 100. Vlog. Mir ist auch vorhin erst um 2 Uhr aufgefallen, dass der 100. Vlog ist. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Und dachte, oh, heute muss doch irgendwas Besonderes passieren. Und das ist damit passiert. Dankeschön. Oh Gott, da geht mir das Herz auf. Unglaublich, aber wahr. Und ich wollte gar nicht deine geheime Identität lüften. Ich habe meine geheime Identität selbst gemacht. Ja. Ja, und jetzt könnt ihr euch nochmal alle 100 Vlogs angucken. Könnt immer, wenn ich Schrapneller sage, sagen... oder auch nicht. Ja, oder... Nee. Also, nee. 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 Ja, das ist jetzt mein 100. Daily Vlog. Ich bin ein bisschen sprachlos. Die letzten Wochen waren irgendwie ein bisschen crazy bei mir. Ich irgendwie sehr chaotisch, sehr durcheinander. Und ich habe ein bisschen das Gefühl dafür verloren, diesen Channel zu machen. Also ich konnte mich einfach nicht so sehr darauf konzentrieren, wie ich gerne wollte. Was man zum Beispiel auch im Fehlen von Themenvideos sieht, mal wieder. Oder ja generell, dass ich eigentlich nur noch die Daily Vlogs jetzt hochgeladen habe und die manchmal auch sehr spät oder sehr kurz, weil ich dann noch keine Lust hatte zu vloggen. Und es ist einfach eine Menge Shit passiert. Auch teilweise persönliche Sachen, über die ich jetzt hier nicht reden werde. Und das ist schade. Und das möchte ich ändern. Genauso muss ich muss irgendwie nochmal das Projekt abnehmen in Angriff nehmen. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal auch auf dem Channel versucht. Es hat nie gefruchtet. Es hat irgendwie noch nicht Klick gemacht. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ich möchte es sehr. Und es hat einfach noch nicht Klick gemacht. Das tut mir leid. Es gibt irgendwie in dem Channel auch so viele Baustellen, was komisch ist, weil eigentlich sollte mir der Channel helfen, Baustellen abzubauen. Zum Beispiel, dass ich auch die nennen wir es mal Challenges noch machen muss, also zum Beispiel das Brot backen oder einen Song auf Gitarre lernen. Und das habe ich auch immer im Hinterkopf und ich will das auch immer wirklich machen und irgendwie komme ich nie dazu. Und das muss ich jetzt einfach ändern. Jetzt im Moment, die letzten 2 Wochen, war es ja eh noch mal ein bisschen verrückter hier dadurch, dass ich im Moment wieder einen Hausgast habe, die letzten 2 Wochen. Und dann bin ich hier in der Wohnung ja auch etwas eingeschränkter, sage ich mal. Ich werde mich wirklich ernsthaft bemühen, das zu ändern und das ein bisschen besser aufzubauen. Und mich auch noch mal um die Ernährung und den Sport zu kümmern und auch darum, die Ironman-Playlist, also wie ich meinen Ironman baue, fortzuführen. Das sind alles Dinge, die mir irgendwie am Herzen liegen, wo ich aber tatsächlich dann gepennt habe und mich ein bisschen vom Alltag habe ablenken lassen und das tut mir leid. Aber ansonsten 100 Daily Vlogs.
das ist echt meine Hausnummer. 100 Daily Vlogs. Ich muss das gerade für mich selber sagen, weil ich das gar nicht wirklich fassen kann, weil ich immer dazu neige, solche Projekte anzufangen und nicht bis zum Ende durchzuziehen und oder nicht sehr lange durchzuziehen. Und 100 Daily Vlogs, das sind über 3 Monate. Wir sind jetzt gerade quasi über die 14 Wochen drüber. 14 Wochen, über 3 Monate. Das ist echt ein Hammer. Ich habe jetzt über 3 Monate meines Lebens ins Internet gestellt und habe bisher sehr viel positive Resonanz dafür gekriegt, wenig negative Resonanz und bin damit ganz glücklich. Aber ansonsten ist das echt ein komisches Gefühl. Ich bin ja sonst gerne jemand, der so in seinem Schneckenhaus lebt und sich einigelt. Und dann einfach mal hinzugehen und so und doch schon einen großen Teil meines Lebens ins Internet zu stellen. Es hat doch einiges an Überwindung gekostet, kostet es immer noch, aber ich mache es gerne, ich liebe es. Es gibt wenig Dinge, für die ich dann wirklich, wenn ich todmüde bin, mich auch noch um 1 Uhr nachts hinsetze und das fertig mache und dann auch teilweise einfach eine Stunde damit verbringe, da rumzusitzen und darauf zu warten, dass es bei YouTube hochgeladen ist, damit ich es auf Facebook posten kann. Ja, ich erinnere mich jetzt noch daran, wie ich beim 50. Daily Vlog auch so ein bisschen länger mit euch gequatscht habe und dass ich mir da eigentlich schon wieder die ähnlichen Dinge vorgenommen habe. Ich habe mit dem Daily Vlog nun angefangen, weil ich gesagt habe, es gibt viele Dinge in meinem Alltag, die ich verbessern kann. Der Daily Vlog soll mir dabei helfen, auch einfach kleinen Scheiß zu erledigen. Weil wenn mir die Leute über die Schulter gucken, bin ich eher dazu geneigt, Dinge zu tun. Halt einfach auch Alltäglichkeiten und kleinen Scheiß. Das funktioniert nur mäßig. Und ich bin an einem Punkt, wo ich mich frage, war das wirklich der Grund, warum ich mit dem Daily Vlog angefangen habe? Vielleicht, ich glaube, ich wollte tatsächlich einfach einen Daily Vlog machen. Ich wollte einfach einen Daily Vlog machen. Ich wollte einen YouTube-Channel machen. Und ich frage mich tatsächlich, habe ich mir quasi selber eine Rechtfertigung suchen müssen, damit anfangen zu können? Oder versuche ich jetzt rückblickend eine Rechtfertigung zu finden, warum der Daily Vlog nicht im Moment wirklich das leistet, was er leisten sollte? Das ist gerade eine schwierige und komische Situation für mich. Und das ist auch so ein Grund, warum ich das ein bisschen, ich sag mal, ja nicht runterzieht, aber halt einfach beschäftigt und auch ausbrennt, weil ich da seit 2-3 Wochen drüber nachdenke und zu keiner wirklichen Antwort komme. Aber vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, ich weiß es nicht. 100 Daily Vlogs. Was wird in der Zukunft passieren mit diesem Channel? Ich sage es immer, ich möchte mehr machen und tralala. Das möchte ich auch wirklich, ich muss die Zeit dafür finden. Ich muss tatsächlich was mit der Ernährung machen. Das geht so nicht. Es ist alleine schon aus dem Grund, das mag jetzt kindisch klingen für den einen oder anderen. Ich war gestern im Kino, ja, Age of Ultron Premiere, also Avengers 2. Und ich hatte mir extra den Iron Man Arm dafür gebaut und hatte den bei der Premiere an. Und da gab es echt geile Resonanz von den Leuten, die da waren. Also ich wurde echt 3-4 Mal angesprochen auf den Arm und auch mit Fotos und so. Und auch dann so teilweise mitgekriegt, wie so Leute mich da nicht angesprochen haben, aber so aus der Ferne dann doch schon irgendwie so, wow, guck mal. Ja, und ich würde das gerne mal mit der kompletten Rüstung machen. Also da nicht bei einer Premiere, aber einfach so. Nur ich passe halt nicht rein. Das ist schade. Weil der Arm sieht gut aus. Und ich passe einfach nicht in die Rüstung. Ja. Also werde ich mich bemühen, das mal mit der Ernährung in den Griff zu bekommen. Ich werd diese Pause jetzt auch drin lassen. Ihr sollt das mal ungefiltert sehen wieder. Das stört mich nicht, wenn ich da mal 5 Sekunden irgendwo hingucke und
bin ja nicht so der Jump-Cut-Freund, der so da immer rumschneidet. Also zumindest nicht im Daily Vlog. Ich finde, da gehört das nicht hin. Ja. Ich muss auch Videos machen für die Challenges, die ihr mir geschickt habt. Und schickt mir bitte weiter Challenges. Ich möchte sie wirklich machen. Also Challenges im Sinne von Dinge, die ich einfach mal ausprobieren sollte, weil sie vielleicht cool sind und Spaß machen. Und nicht im Sinne von iss jetzt oder trink eine Flasche Ketchup oder so, weil das macht keinen Spaß und keinen Sinn. Ja. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback. Ich habe jetzt im Moment 41 Abonnenten, das habe ich gerade nochmal extra für diese Sequenz nachgeguckt. Und ich habe das Gefühl, dass von diesen 41 Abonnenten tatsächlich auch ein Teil, so 5 bis 10 Leute Stammzuschauer sind, die das regelmäßig gucken und dann auch regelmäßig kommentieren. Und ich danke euch, wirklich, ohne Witz. Ich freue mich immer sehr, wenn ich einen Kommentar unter dem Video habe. Und was mich auch sehr freut an meinen Abonnenten oder an den Leuten, die meine Videos gucken und dann auch kommentieren und so, ist es, mir fällt gerade wirklich eigentlich, doch, es gab, aber ansonsten fällt nichts Unkonstruktives ein. Ihr seid immer alle sehr konstruktiv mit eurer Kritik und das finde ich gut, weil das mich teilweise auch wieder ein bisschen wachrüttelt. Und von daher danke dafür und ich hoffe, dass wir auf der Ebene weitermachen können. Das würde mich sehr freuen. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein, was ich zum 100. Daily Vlog sagen könnte. Es ist halt mittlerweile auch lustig, dass tatsächlich sowas wie Gewohnheit eingetreten ist, mein Leben ein bisschen zu dokumentieren und dass, wenn es auch jetzt in den letzten Wochen ein bisschen langweilig war, weil ich tatsächlich wenig on the road gevloggt habe, was ich übrigens auch ändern möchte, woran ich tatsächlich arbeite. Aber es ist tatsächlich Gewohnheit und es ist auch Gewohnheit, irgendwie dann noch den Vlog fertig zu machen. Ich muss den 99. Daily Vlog von gestern jetzt noch schneiden und fertig machen. Ja. 100 Daily Vlogs. Ich würde sagen, wie spät haben wir es denn natürlich? Ich muss euch die Uhrzeit sagen, das ist klar. Wir haben jetzt 10 vor 9 ungefähr, zwischen 10 vor 9 und 5 vor 9. Ich werde dann für heute auch mal vlogtechnisch dicht machen und werde gleich noch ein bisschen chillen, weil gerade noch Chris da war und wir haben tatsächlich eines unserer, also wir agieren im Moment ein bisschen in Richtung ja, Selbstständigkeit, wenn man so will, versuchen ein bisschen was auf die Beine zu stellen, was Richtung Prototyping geht, Konzeptualisierung, Webentwicklung, App-Entwicklung und also brauche ich jetzt nicht mehr erklären, weil es noch keinen Sinn macht. Aber wir haben dafür schon mal testweise gemeinsam ein Projekt auf die Beine gestellt. Und zwar eine Cloud für unseren Studiengang. Bisher wurden da für so Dinge wie Zusammenfassungen und Mitschriften sind da einige Dropboxen durch die Gegend geflogen, die aber immer sehr unstrukturiert waren und sehr unorganisiert und irgendwie nicht das, was wir wirklich brauchten. Wir haben jetzt ein Cloud-System auf die Beine gestellt, womit wir tatsächlich für alle Semester eine Cloud auf unserem eigenen Server zur Verfügung stellen. Das Ding ist gerade online gegangen vor 1,5 Stunden. Und da bin ich mächtig stolz drauf und deswegen bin ich jetzt auch im Sack, weil ich da heute nochmal auch sehr ordentlich den Tag über dran gearbeitet habe, zusätzlich zu, dass ich heute Homeoffice gemacht habe und noch ein paar Videoschnittsachen für die Arbeit fertig gemacht habe und im Prinzip, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe angefangen zu arbeiten und war dann halt zwischendurch mal kurz mit Annika unterwegs und habe dann gerade mit meiner Mitbewohnerin gegessen. Sie hat wieder sehr gut gekocht. Nur ansonsten habe ich entweder gearbeitet oder Chris war da und hatte heute vielleicht so 2 Stunden Ruhe bisher. Ja, deswegen werde ich mich jetzt auch sehr darüber freuen, einfach ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen für heute. Ich hoffe, dass wir die 200 Daily Vlogs voll kriegen. Ich kann an dieser... Ich mag das eigentlich nicht, wenn YouTuber so dieses übliche, also im Englischen ist das immer dieses Like, Share und Subscribe. Trotzdem, ich möchte euch jetzt wirklich bitten, teilt doch vielleicht ein Video von meinem Channel bei euch auf Facebook oder auf Twitter. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und nochmal die Erinnerung, das Gewinnspiel läuft noch. Es gibt zu gewinnen einmal den Ironman-Arm, den ich gebaut habe, komplett mit Licht in der Hand und allem drum und dran.
und einen 10-Euro-Gutschein von Thalia. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf meinen Facebook-Account zu gehen. Guckt da nach den Posts vom 11. April 2015. Da habe ich zwei Dinge geteilt. Einmal ein Video für das Gewinnspiel und einmal ein Video für meinen Kanal-Trailer. Und wenn ihr diese beiden Videos teilt, habt ihr die Chance, sowohl den Thalia-Gutschein zu gewinnen, als auch den Ironman-Arm. Also bitte macht das. Ich würde mich super, super, super freuen, wenn da viele Leute an dem Gewinnspiel dran teilnehmen. Also auf mein Facebook, facebook.com/etwaswerden, alles klein und zusammen. Guckt, geht zu dem Post vom 11. April und teilt die beiden Videos. Und dann habt ihr, wenn ihr beide Videos teilt, sowohl die Chance, den Ironman-Arm zu gewinnen, als auch den 10-Euro Thalia-Gutschein. Ja. Ansonsten bleibt mir jetzt gerade nicht mehr viel zu sagen. Das ist auch aus Angewohnheit. Ich wünsche euch einfach eine gute Nacht. Habt einen schönen Abend. Schlaft gut. Wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog, beim 101. Daily Vlog. Unter anderem mit Becky. Jawohl, ich bin morgen bei Becky. Schlaft gut.